Guten Morgen in die Runde. Heute ist ein spannender Tag, aber es muss natürlich erstmal das Hündchen hier versorgt werden. Ist noch ganz K.O. vom Schlafen. Heute wird mein Büro weiter eingerichtet. Ich werde so eine Lechuza-Pflanze aufbauen. Aber was viel spannender ist, der Luis hat heute seine erste Beerdigung und wird den Uli damit begleiten. Der Uli macht hier, der Luis ist mit dabei und er macht Versorgungen. Das schauen wir uns dann später gleich mal an. So, da tut sich was da hinten. Wir schauen mal. Wahrscheinlich ist er schon mords aufgeregt. Da ist er. Frisch gebügeltes Hemd, schicke Weste, schwarze Hose, bereit für die Beerdigung. Bist du aufgeregt schon? Ja, ja, tatsächlich. Schon. Das kann sich schnell ändern. Beerdigung hält oder dann betreut man die halt. Im Endeffekt ist es wie im Restaurant, wenn du im Service arbeitest. Du musst quasi immer schauen, dass du die Leute im Blick hast und dass für die alle. Der Uli, der sagt dir dann schon, mach mal das, hol mal das. Oder ja, wahrscheinlich kannst du ein bisschen Fotos machen. Fotografieren muss man auch noch. Ah ja. Ah, okay. Ja. Morgen! Schauen wir mal, wie weit die sind. Klopp, klopp! Hey! Uli! So, wie läuft's, Leute? Ja, läuft's gut. Ja? Bestens. Okay. Sehr schön. Schon angezogen? Nee. Nee, noch nicht. Müsst ihr heute nur eine Versorgung machen oder mehr? Natürlich noch eine Versorgung, oder? Okay. Später, glaube ich, noch Beerdigung, ne? Ja. Okay, welcher Friedhof? Auf dem Poppenreuther Friedhof. Poppenreuther Friedhof, okay. Die Versorgung ist fertig, es blitzt wieder alles. Jetzt übernehme ich. Die Versorgung war gut. Der Uli und ich fahren jetzt nach Poppenreuth auf dem Friedhof. Da ist dann die Beerdigung. Das ist meine erste Beerdigung. Bin schon ein bisschen aufgeregt, bin gespannt, was mich da so erwartet. Und ich denke, ich werde da nicht filmen dürfen oder nur begrenzt und deswegen melde ich mich dann danach nochmal. So, der Uli und ich sind jetzt am Friedhof angekommen und wir warten jetzt noch bis Punkt 12, weil dann fahren wir mit dem Glockenläuten rein zum Friedhof. Sorala! Wir sind jetzt fertig mit der Beerdigung. Ich fand es war ganz gut. Uli, was sagst du? Sehr schön. Ich würde sagen, das Ding haben wir gerockt. War gut, für mich auch mal eine gute Erfahrung, die erste Beerdigung. Genau, ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Blogbeitrag.